Herzlich willkommen, Karen Josten. Haben Sie Heimat? Ja, ich denke schon. Aber in Ihrer Frage schwingt natürlich eine Herausforderung, eine große, mit, weil ich letztlich dazu aufgefordert werde, auch darüber mir Gedanken zu machen, was für mich dann überhaupt Heimat bedeutet. Also den Begriff, das Verständnis, hier schon in gewisser Weise zu füllen. Darauf kommen wir noch. Mhm. Aber Sie haben immer noch mir nicht beantwortet, außer ja, haben Sie Heimat? Ja, ich denke schon. Und Heimat heißt dann für mich, dass ich letztlich Beziehungen zu Menschen habe, die ich mit mir trage, die in mir präsent sind, dass ich die Möglichkeit gehabt hatte, bereits als Kind mich heimisch zu fühlen, nämlich an dem Ort, an dem ich geboren wurde und dadurch im Grunde Bindungen, Verhältnisse eingegangen bin und Bezüge zum Raum gestiftet haben, die mich bis heute tragen. Das heißt aber, dass Sie viele Heimaten haben? In gewisser Weise ja, wenn es einem aus meiner Sicht möglich wurde, in der Kindheit sich zu beheimaten. Aber es gibt Kinder, die sich in der Kindheit überhaupt nicht beheimaten, außer sie würden sich heimatlich fühlen, wo Gewalt, Krieg und Terror herrscht. Was ist mit denen? Da würde ich sagen, dass sie im Grunde leider nicht die Möglichkeit verwirklichen konnten, Heimat zu entfalten. Also Heimat ist auch eine Chance, ist eine Möglichkeit, die man realisieren muss, die es aber leider nicht für jeden möglich ist, dass das verwirklicht wird. Kann ein Mensch, der in dieser Ursprungsfrage als Kind so etwas nicht erlebt hat, man könnte auch sagen, dem Urvertrauen nicht inne ist, kann so ein Mensch später Heimat haben? Ich denke, für ihn wird es natürlich sehr viel schwerer sein. Meine Hoffnung ist, dass er auch Heimat verwirklichen kann, dass er das für sich so empfindet, dass er Heimat hat. Aber jemand, der als Kind niemals gelernt hat, Vertrauen zu Menschen zu entfalten, für den wird es sehr schwer sein, später anderen Menschen zu vertrauen. Macht so ein Mensch nicht ein Stück vielleicht deutlich, dass Heimat eine Illusion ist und man auch ohne diesem Heimatgefühl ein menschliches Leben gelebt haben kann? Ja, so etwas wie Illusion schwingt immer mit. Und aber das ist ja auch was Produktives, ist eine Chance. Wenn man sagt, Heimat ist auch eine Illusion, heißt das, dass wir uns auch dafür einsetzen müssen, dass das nicht eine Illusion bleibt. Ist Heimat ein Gefühl? Mit Sicherheit schwingt ein Gefühl mit. Also wenn wir uns überlegen, woher das Wort Heimat auch kommt, dann lässt sich das ja zurückführen auf die indogermanische Wurzel Kai. Das heißt einfach nur liegen. Und ursprünglich geht man davon aus, dass Heimat einfach der Ort war, wo man sich niedergelassen hat, also das Lager. Und da hatte man nämlich Ruhe gehabt, hat ein Gefühl von Sicherheit gehabt. Und das wurde dann verbunden, diese räumliche Dimension, mit einer juristischen. Dass man gesagt hat, derjenige, der eine Heimat hat, die gehört ihm auch. Es ist Besitztum. Und es schwingt auch in so Wendungen mit wie, der Älteste kriegt die Heimat. Da klingt das auch noch an. Das heißt, zunächst war ja Heimat rein eine räumliche Kategorie gewesen und, wie gesagt, eine juristische. Und erst im Laufe der Zeit wurde das mit Gefühlen aufgeladen und schwingt dann heute auch noch mit. Ist Heimat eine Erinnerung? Also wir sprachen ja gerade von der Kindheit und wir wissen von der Neurobiologie, wir wissen aber auch von der Forschung über das kulturelle Gedächtnis, dass alles, was wir erinnern, eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was zum Zeitpunkt stattfand und in unserer Erinnerung ganz andere Bilder hervorruft. Ist Heimat also, hat Heimat irgendetwas damit zu tun, woran wir denken und fühlen, wenn wir uns gerade heimatlich fühlen? Ich denke schon. Also wenn ich die Erinnerung, wie Sie jetzt zum Ausdruck gebracht haben, ist ja was Rückwärtsgewandtes. Aber es heißt ja nicht so, dass ich irgendetwas, was früher mal gewesen ist, einfach eins zu eins hervorhole, sondern in der Erinnerung verwandle ich ja das Erinnerte. Wenn ich jetzt heute mich an etwas erinnere, an das, was Heimat ausgemacht hat, für mich stellt sich das anders dar als in einem Jahr oder vor einigen Jahren. Also im Grunde ist die Erinnerung ja auch durchaus ein schöpferischer Prozess. Ich wandle mir das Alte immer wieder neu und anders an. Also spielt es gar keine Rolle, ob das, was ich als Heimat auch in den Bildern und den Gefühlen, die damit besetzt sind, ob das irgendetwas mit einer ursprünglichen Realität zu tun hat? Die Realität, das ist ja eine Konstruktion. Wenn für jemanden vielleicht der Hinterhof
die seine Heimat gewesen ist. Da hat er sich wohlgefühlt. Da konnte er sie mit anderen spielen und empfindet diesen Hinterhof als Inbegriff der eigenen Heimat. Und wir würden jetzt anfangen, uns den anzuschauen, ganz sachlich. Und wir würden vielleicht einen schäbigen, ollen Hinterhof dann wahrnehmen. Dann hätten wir vielleicht kaum Verständnis dafür, dass das für diese Person als Heimat erfunden werden konnte oder kann und er sich oder sie sich auch in dieser Weise daran erinnert. Der Philosoph Karl Jaspers sagt, ich zitiere, Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Mhm. Wenn ich das wirklich ernst nehme, müsste ich sagen, dann habe ich keine Heimat in meinem Leben gehabt. Mhm. Und selbst wenn, dann ist das ein ganz kurzer Augenblick, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Ist auch das nur eine Sehnsucht oder ist das möglich? Mhm. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass sowas in punktuellen Situationen möglich ist. Dass man den Eindruck hat, ich werde hier wirklich verstanden. Aber was würde Sie müssen das Wort wirklich jetzt hinzufügen. Ne? Genau. Sonst, es reicht nicht genau. Verstanden. Okay, ja, das haben Sie wirklich verstanden, da haben Sie völlig recht. Und deshalb wäre es ja so wichtig aus meiner Sicht, dass man sieht, auch dass das Nicht-Verstehen was ganz Wesentliches ist. Weil es einfach uns dazu auffordert, herausfordert, genau in diesen Verstehensprozess einzutreten. Wenn man wirklich voll und ganz verstanden wird, was heißt das dann? Es liegt offen zutage, wer man ist und wie man ist. Und man ist immer auch anderes, was man zurzeit einem vielleicht gar nicht so bewusst ist, was man gar nicht so realisieren kann. Sie sagten, Heimat ist eben nicht das Bekannte, allzu Bekannte, sondern Heimat ist das Mögliche und Machbare. Was heißt das? Also mir ist wichtig, für ein dynamisches Heimatverständnis einzutreten. Das heißt, für etwas, dass man auch sieht, dass Heimat immer auch offen ist, das Unbekannte ist, das Neue ist, dass das Fremde mit hinzukommt. Und das taucht ja bei all den Wendungen, die Sie jetzt hier genannt haben, auf. Es geht nicht in Erinnerung auf. Es ist auch das Künftige. Es ist im Grunde, man wird hier nicht voll und ganz verstanden. Das Nichtverstehen gehört dazu. Im Grunde gehört zur Heimat immer zwei Seiten. Nämlich dasjenige, was heimisch, also das Heimische, was bekannt ist, was vertraut ist und so weiter. Und das andere, das Fremde, das Neue, das noch nicht Dagewesene. Kann man Heimat wählen? Ich glaube, wir können sie gestalten, wir können sie schaffen. Aber dass ich sage, ich gehe jetzt genau dahin und das soll jetzt meine Heimat sein. Oder so soll meine Heimat sein. Gehen wir vom Ort wieder weg. Genau. So soll meine Heimat sein. Mhm. So wähle ich Heimat. Kann man das? Das wäre für mich ein produktives Heimatverständnis. Aber Sie klammern mit diesem Verständnis die soziale Komponente aus. Sie definieren Ihre Bedürfnisse und sagen, wenn diese Bedürfnisse befriedigt wären, das wäre dann meine Heimat. Und deswegen habe ich diese Frage gestellt und würde dann doch noch mal gerne mit Ihnen auf diese Denkreise gehen. Aber da sind andere. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Zudem ist die Zeit eine Minute danach schon wieder nicht die, die ich gerade hatte. Ist Heimat, wenn überhaupt mit dem Gedanken wählbar, das fliegendste und flüchtendste Gefühl, das man haben kann? Ich denke, wie gesagt, es geht nicht allein im Gefühl auf. Das ist eine Seite von Heimat, eine Dimension, eine Perspektive, die bei Heimat mitschwingt. Ist das Emotionale, sind die Gefühle. Aber wie gesagt, das Räumliche ist von Relevanz. Das Räumliche wird aber besetzt von Gefühlen. Genau, das geht ineinander über. Aber wenn wir es jetzt voneinander trennen würden, würden wir sagen, auch immer was Örtliches, was Räumliches, was wir quasi dann vor Augen haben, was wir auch erfassen, was wir spüren, über den Hinterhof, den wir mit Gefühlen besetzen. Und dann natürlich, was Sie jetzt angesprochen haben, auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Das kann man nicht ausklammern. Das war am Anfang, wenn wir sagen, wenn Sie auch sagen, es gehört zur Heimat auch, Vertrauen zu den Mitmenschen, dass man das ausbilden konnte. Wenn wir das in uns tragen, dann können wir uns quasi in uns auch beheimaten. Dann sind wir heimisch in uns und können uns dann quasi in gewisser Weise, wenn man es bildlich sagt, auch die Welt erobern. Ist Heimat konstitutiv für unsere Identität, für das Menschsein? Ich denke schon. Für mich ist Heimat kein Begriff, den man definieren kann, der sich auch eindeutig definieren lässt, das macht den Begriff aus, sondern eher ein Phänomen, ein schillerndes Phänomen. Und von daher sind wir diejenigen, die
uns sich auf eine denkerische Suchbewegung auch machen und versuchen, das, was Heimat auch ausmacht, quasi miteinander im Gespräch zu verantworten, könnte man fast sagen, und zu bestimmen. Da Sie sehr, sehr viel über Heimat nachdenken, reicht mir diese Jetzt-Erklärung natürlich noch nicht aus. Wir müssen dann doch weiter über Heimat reden und nachdenken. Ich will doch mal bei diesem Thema bleiben. Ist Heimat ein Gedanke, der den Menschen ausmacht? Also man kann jetzt dialektisch fragen, gibt es einen Menschen ohne Heimat? Ich glaube nicht. Also ich muss anders sagen. Wir hatten, wenn wir sagen, es gibt einen Menschen ohne Heimat, müsste der Mensch so zerstört sein aufgrund der Bedingungen, die er vorgefunden hat, aufgrund der Bezüge, der Beziehungen, die er leben konnte, dass er im Grunde gar nicht zu so etwas wie Heimat kommen konnte. Aber warum? Man kann das ja ein bisschen entzaubern und sagen, anders als Sie es beschreiben, man kann sehr gut in dieser Welt sein, aber mit Heimat weder eine Neugier, ein Bedürfnis, gar eine Lebensvoraussetzung identifizieren. Mhm. Geht das? Ich würde dann sagen, der Betreffende kann das für sich so in Anspruch nehmen und sagen. Aber ich würde sagen, da zeigt sich ja gerade darin, dass der Betreffende, ohne dass er sich vielleicht dessen bewusst ist, vielleicht auch gar nicht, weil er darüber nachgedacht hat, genau Heimat verwirklicht. Das macht es dann aus. Genau. Aber dann wird Heimat der Mensch, der ich bin, wie Sie das jetzt beschreiben. Mhm. Ist das so? Oder braucht Heimat eine Beziehung zur Welt nach außen, die wiederum nach innen dringt? Die braucht es auf jeden Fall. Weil im Grunde in dieser Beziehung zur Welt, wir leben ja nicht im luftleeren Raum, wir befinden uns in der Welt, versuchen die zu gestalten, werden aber auch von Welt geformt. Weil wir in bestimmten Verhältnissen auch groß werden, uns in denen bewegen. Das haben wir nicht immer in der Hand. Oft müssen wir uns heutzutage auch der Arbeit hinterherziehen. Das heißt, wir finden uns in konkreten Verhältnissen vor. Und es ist die Frage, wie ist dieses Resonanzphänomen auch zu fassen? Wie können wir damit umgehen? Und wenn es uns gelingt, quasi in uns heimisch zu sein und das in uns zu tragen, dann können wir immer wieder neu in anderen räumlichen Konstellationen, könnte man sagen, an anderen Orten auch hier Heimat mitbringen, weil wir es in uns tragen und dann in den räumlichen Verhältnissen auch versuchen mitzugestalten. Wie würden Sie einen Menschen identifizieren, auch beschreiben, der sagt, ich bin heimatlos? Was ist denn Heimatlosigkeit? Heimatlosigkeit kann jemand äußern oder es kann jemand sagen, er sei oder wäre heimatlos, wenn er den Eindruck hat, dass er von dem Raum, von dem Ort, von dem er herkommt, getrennt ist. Er ist heimatlos, weil er letztlich nicht dort ist, wo er eigentlich sein möchte. Heimat scheint ja positiv besetzt zu sein. Ich will jetzt mal ein paar Attribute nennen. Heimat ist Geborgenheit, Heimat ist Sicherheit. Idealisiert sich der Begriff nicht? Kann Heimat denn doch auch Sachen, Orte, aber auch Beziehungen sein, die das Gegenteil dessen sind? Das ist eine Gefahr auf jeden Fall. Und wenn wir zum Beispiel mal ins 18., 19. Jahrhundert gehen würden, im Zuge der Industrialisierung, dann sind ja die Menschen auch vom Dorf in die Stadt gegangen, weil sie dort Arbeit gefunden haben. Und dann ist es ja klar, dass dort auch das Proletariat entstanden ist, was mit der Kategorie sagen würde. Und wozu hat es jetzt geführt, diese Bewegung vom Dorf in die Stadt? Die hat dazu geführt, dass die Armut aus dem Dorf mit der Armut in der Stadt quasi vertauscht wurde. Und als man sich dann in der Stadt bewegt hat, dort arbeiten musste, elende Bedingungen vorfand und wirklich nur einen Tausch des Elends letztlich hier mal feststellen konnte, was hat man gemacht? Man hat die Heimat idealisiert. Man hat dann das Dorf, woher man kam, als das Vollkommene dargestellt. Die Natur wurde als Idylle bezeichnet. Und gerade in der Zeit findet man unglaublich viele Texte, an denen deutlich wird, dass Heimat einfach ein erhöhter, stilisierter, idealisierter Begriff ist, der mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hat. Das ist aber wichtig, weil wir dann doch immer wieder zu dieser Illusion zurückkommen. Ist ein Problem derjenigen, die sich nach Heimat sehnen, die Entfremdung? Da schwingt mit Sicherheit mit, ja, kann man gut durchaus sagen. Ich denke gerade drüber nach, was Sie sagen, wenn Sie sagen, ja, Entfremdung, mit Sicherheit. Man ist nämlich
in dem Hier und Jetzt, in dem man sich gerade befindet, geht man nicht voll und ganz auf, fühlt sich nicht voll und ganz wohl und sehnt sich dann auch nach dem zurück, von woher man kam. Und dann taucht so eine Entfremdungskomponente auf. Und die wiederum pusht die Heimatsehnsucht auf und verändert den Blick darauf. Mhm. Der Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Jean Améry fragte, wie viel Heimat braucht der Mensch? Was antworten Sie? Vielleicht so viel, dass er sich nicht danach sehnen muss, sondern dass er quasi den Eindruck hat, dass er in den Verhältnissen, in denen er sich bewegt, dass er damit zufrieden ist. Aber philosophisch würde das bedeuten, dass er in der idealen Welt leben würde, in der er sich sein möchte. Ein Zustand, von dem ich jedenfalls von Menschen noch nie glaubwürdig eine solche Zustandsbeschreibung gehört habe. Also deswegen nochmal, versuchen wir es nochmal, weil mit dieser Frage gibt es ja den quantitativen Augenblick. Nicht Heimat, wie wir es bisher beschrieben haben, ist die Qualität an sich. Ja. Gibt sie, es gibt sie nicht. Aber da Sie ja sagen, ja, Heimat ist konstitutiv, würde ich dann doch über diese Quantität noch mal reden. Mhm. Also wie viel Heimat braucht der Mensch? Mhm. Ich glaub, das Maximum, das Minimum, was reicht? Also ich denke, es lässt sich darauf nicht quantitativ antworten. Das kann nicht gelingen. Was man eher sagen kann, man muss vielleicht die Frage so verstehen, wie viel Heimat braucht der Mensch? Ja, so viel, dass er sich geborgen fühlt an einem Ort, dass er Vertrauen zu Mitmenschen empfinden kann oder entwickeln kann und entwickelt. Aber niemals so viel, dass er darin aufgeht, stagniert, dass das im Grunde jetzt, dass es abgeschlossen sein soll, dass es das Offene dabei fehlt. Also dann reden wir einen Augenblick über Ihre Paradigmen, die Sie formulieren. Geborgen fühlen am Ort, sich sicher fühlen am Ort. Wir erleben, seit es den Menschen gibt, aber auch in unserer Lebensrealität, dass wenn der Fremde in den Ort kommt, in dem ich mich geborgen, zu Recht oder zu Unrecht und sicher fühle, dieses Heimatgefühl gestört wird. Ist dieses Heimatgefühl das Problem, dass wenn der Fremde kommt oder auch das Fremde kommt, Gedanken und neue Erkenntnisse, ist das Heimatgefühl das Problem, dass der Mensch verschlossen ist gegen das, was von außen kommt? Oder ist es nur eine Ausrede? Also die Vorstellung, dass jemand das Fremde dann ausgrenzt und immer schon weiß, was Heimat ist, so ein Heimatverständnis würde ich nicht vertreten. Das halte ich für alles andere als produktiv. Das halte ich für alles andere als der Realität entsprechend. Das Fremde ist immer präsent oder sollte zumindest präsent sein. Und wenn man sich abschottet, abgrenzt, eingrenzt und das Fremde draußen lassen will, dann haben wir genau so ein Verständnis von Heimat, wo man immer schon weiß, was das Gute ist, was das Richtige ist. Aber wenn Menschen sich so geborgen fühlen, so glücklich fühlen, und wir müssen uns einen Augenblick, glaube ich, auf sowas auch einlassen, dann kann man diesen Menschen doch nicht sagen, ihr müsst das Fremde aufnehmen, ihr müsst es mögen, weil man damit seine eigene Heimatdefinition überträgt. Ist das Problem der Heimat und der Verwendung des Begriffs, wir haben ja jetzt in Deutschland auch ein Heimatministerium, dass es für alles und für nichts verwendet werden kann? Würde ich so nicht sagen, weil im Grunde, man geht bei dem Heimatverständnis von dem aus, was das eigene ist und öffnet es hin auf das Fremde. Das heißt, es gibt im Grunde die Bewegung vom eigenen aus hin zum Fremden und das wäre im Grunde ein produktives Heimatverständnis. Das Fremde ist immer schon da. Die Frage ist nur, ob man es sehen möchte. Im Grunde, man kann sich niemals so voll und ganz abschließen oder abschotten, auch wenn man es möchte, dass man dieses Fremde, dass man das einfach löschen könnte. Es ist da. Und letztlich in einem Heimatverständnis ist es erforderlich, aus meiner Sicht, dass man genau das Neugierigsein auf das andere, dasjenige, was noch nicht bekannt ist, dass dieses im Grunde auch quasi mit Berücksichtigung
findet. Es gibt kein Land in der Welt, das den Begriff Heimat in seiner Sprache hat. In Englisch wäre es Homeland, im Französisch gibt es sowas überhaupt nicht, auch im Spanischen nicht. Auch alles, worüber Sie jetzt die ganze Zeit sprechen, geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ich würde so ein Gespräch auch mit der Verinhaltlichung in Frankreich, in England, in Amerika nicht führen können. Wozu verführt uns dann dieses Wort hier in Deutschland? Wozu uns das verführt? Ja, da es anderswo nicht gibt. Ich würde es eher sagen, Verführung schwingt natürlich, hat so Konnotation, dass man ja auch sagt, es verführt uns zu etwas, dass da eine Gefährdung drin ist. Verführung ist erst einmal sehr offen. Okay. Wenn Sie das so interpretieren, würde ich sofort fragen, warum? Ja, ich würde eher sagen, wir haben doch damit die Chance, uns die Frage zu stellen, wenn wir das Wort nun mal auch haben, wie wir selbst unsere Identität in der Gruppe, als Einzelperson und so weiter, wie wir die fassen wollen. Was ist uns wichtig? Das diskutieren doch auch Menschen in anderen Ländern, haben aber nicht dieses besetzte Wort Heimat. Genau. Also wenn man sich darüber unterhalten will, wie Sie auch ein Gesellschaftskonzept sehen. Der Mensch an sich, der weiß, der fühlt, dass nur der dynamische Prozess das Leben ist, der darauf in Anführungsstrichen neugierig bleibt. Wir könnten uns darüber genauso unterhalten in einem anderen Land ohne das Wort Heimat. Also muss doch, wenn wir uns mit diesem Wort in der deutschen Sprache unterhalten, irgendetwas mitfließen, ein Subtext, der darüber hinausgeht. Welcher ist das? Ich denke, das ist ganz schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Ich würde eher dann fragen oder sagen, dann wenn ein anderes Land ein anderes Wort für genau dieses Phänomen sehen würde, dann würde ich lieber mit dem anderen Wort, was auch immer das sein sollte, mich darüber versuchen zu verständigen und nicht nach einem Subtext zu suchen, den ich hier erstmal, wenn es darum geht, wie wollen wir miteinander leben? Das schwingt in dem mit, was Heimat ist. Aber Heimat hat in Deutschland auch eine Konnotation mit Nation, mit Nationalismus, mit dem Nationalsozialismus. Ist das vielleicht ein Problem, dass in diesem Begriff, wenn wir in der Moderne darüber reden oder in der Postmoderne, das soll jeder für sich klären, ist das vielleicht eines der Gründe, warum dann Heimat dann doch nicht nur naiv und individuell gesehen werden kann, weil ja auch in der Gegenwart mit diesem Begriff in kollektiven und in politischen Kategorien gedacht und argumentiert wird? Also es darf auf keinen Fall sein, dass wir jetzt naiv damit umgehen. Und es ist einfach wichtig. Und die Frage ist, wie gelingt uns das? Wie gelingt es uns, mit Heimat nicht naiv umzugehen und mit Verständnis, was immer schon eine Engführung bedeutet? Und das eine ist, dass wir im Grunde schauen, wie wir dieses, welches Heimatverständnis bisher in unserer Tradition präsent war. Und wenn wir das so sehen und das auffächern würden, wir haben jetzt, Sie haben Andeutungen gemacht, ich habe Andeutungen gemacht mit der Industrialisierung. Wir können in die Deutschland der 80er Jahre gehen, wo man gesehen hat, dass letztlich die Kehrseite des Fortschrittsdenkens, der Konsumgesellschaft, da tauchten Bücher auf wie Herbert Kruhl, vom Herbert Kruhl, ein Planet wird geplündert, Erhard Eppler, Ende oder Wende. Und da taucht im Grunde wieder das Nachdenken auch über Heimat auf. Das heißt, dann, wenn auch etwas bedrohlich wird, man den Eindruck hat, es geschieht hier etwas, mit dem man nur schwer umgehen kann, besinnt man sich gerne auf solches, was einem zu eigen ist. Und jetzt ist die Frage, also hier wird es gerne auch mit Heimat dann beantwortet, das ist dasjenige, was das eigene ist. Aber das Fragen dazu, was macht es denn eigentlich aus? Unser Planet wird geplündert. Ist denn der Planet unsere Heimat? Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, wir können im Grunde, wir beginnen quasi in der Nahsphäre und können in konzentrischen Kreisen immer weiteres Verständnis von dem, was Heimat ist, entwickeln. Aber wenn der ganze Planet meine Heimat ist, also auch alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, all das, was bleibt dann eigentlich in der Präzision der Heimat übrig, dann ist das doch erneut alles und nichts. Naja, es kommt darauf an, ob man, es geht um die Reihenfolge. Es geht darum, dass man von einem eigenen ausgeht und versucht, in immer weiteren Kreisen quasi andere mit zu berücksichtigen. Wenn ich sage,
der Ort, von dem ich herkäme, ist für jemanden Heimat. Und man bringt sich dort ein, fühlt sich dafür auch verantwortlich, sieht dann, dass dieser Ort in einer Region ist, sieht, dass er in einem größeren Umfeld sich bewegt, in dem auch das Fremde immer da ist. Und da geht es darum, nach und nach, je nachdem, von welcher Perspektive wir kommen, zu sagen, das kann unsere Heimat sein, in so einem elementaren Sinne, aber das andere kommt dazu. Aber es gibt Menschen, die sich in einer Heimat fühlen, in der das Gegenteil dessen passiert, was Sie beschreiben, nämlich autoritäre Strukturen, Gewaltstrukturen. Ja. Würden Sie denen dann auch zubilligen, wenn die sagen, das ist die Art von meiner Heimat, wie ich sie lebe? Das ist schwierig. Ich würde gerne da mit dem Betreffenden ins Gespräch eintreten. Dann treten Sie mal mit mir einfach spielerisch in das Gespräch. Mhm. Ich fühle mich wohl dort, wo es klare Linien gibt, dort, wo man weiß, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Ich freue mich, dass das auch sehr schnell und klar, manchmal auch mit Gewalt, dann durchgeführt wird. Das ist eine Heimat, wie ich sie mir vorstelle. Würde jetzt jemand sagen können? Und würden Sie dann sagen, Moment, also Heimat kann das nicht sein? Ich würde das sagen, dass es nicht sein kann. Dann würde ich sagen, wer sind Sie eigentlich, die bestimmt, was Heimat ist für mich? Wie kommen Sie dazu? Ich komme insofern dazu, als wir im Grunde immer unausgesprochen, ausgesprochen Setzungen vornehmen. Nämlich Setzungen, die uns sagen, was ist für uns gelingendes Menschsein? Und gelingendes Menschsein besteht nicht darin, dass ich andere quasi gewalttätig unterdrücke. Und letztlich würde ich dann von daher so ein Heimatverständnis, bei dem Gewalt mitschwingt. Da würde ich doch sofort sagen, tun Sie doch nicht so, als ob auch in Ihrer Heimat gibt es Gewalt. Da passieren die Dinge auch. Und ich würde sagen, Sie haben vor ein paar Minuten gesagt, dass Heimat Identität ist. Es ist das Menschsein auch. Damit sprechen Sie mir meine Identität ab. Und ich komme dann auf Sie zurück und da würde ich Ihnen auch sagen, Sie haben doch gesagt, Sie sind auch für das Fremde offen. Ich bin jetzt das Fremde. Und jetzt? Jetzt würde ich sagen, dass Sie anmaßend sind, dass ich den Eindruck hätte, dass Sie letztlich mit Ihrer Konzeption, dass Sie mir die überstülpen wollen. Ich will doch gar nicht, dass Sie so werden. Ich will nur, dass Sie respektieren, dass ich meine Heimat habe. Und die ist so, wie ich sie eben beschrieben habe. Sie können dann aus meiner Sicht für sich sagen, Sie sehen das, wo Gewalt herrscht, als Heimat, Unterdrückungsverhältnisse und so weiter. Und dann würde ich mein Heimatverständnis, wie ich es versucht habe, Ihnen zum Ausdruck zu bringen, dagegen halten. Und dann würde ich gerne, dass wir da nicht über Heimat reden, sondern dass wir über Verhältnisse reden, dass wir über Bedingungen reden, wie Menschen miteinander leben, wie sie miteinander umgehen. Und dann darauf achten, was ist rechtens, was ist nicht rechtens. Martin Walser schreibt, Heimat, das ist sicher der schönste Name für Zurückgebliebenheit. Mhm. Hat er recht? Ich kenne leider die Biografie von Herrn Walser nicht, ja, dass ich von woher ich auch verstehen kann, dass er sowas äußert. Ja. Wenn man sagt, Zurückgebliebenheit, ist es ein bestimmtes Verständnis? Diese Dimension hatten wir auch in unserer Tradition, diese Antworten, dass man sagt, derjenige, der an Heimat festhält, ist der ewig Gestrige. Zurückgebliebenheit kann aber auch heißen, da herrscht nur Mief, das ist eine enge kleine Welt. Ich weiß es nicht, von woher er das gesagt hat, welche Erfahrungen er gemacht hat. Wenn er den Heimatbegriff so füllen möchte, kann er das machen. Das ist für mich aber kein produktives Heimatverständnis. Dann würde ich gerne auf das Wort verzichten wollen. Dann reden wir doch mal über den Philosophen Christoph Tücke. Der schreibt, was Heimat ist, kann man nicht ermessen, solange man in ihr weilt. Man lernt es erst, wenn man sie verloren oder verlassen hat. Mhm. Ist da was dran? Ja, ich denke schon, dass die Fremde ganz wichtig ist, das Außerhalbstehen, nicht dazu zu gehören, auch ein Stück weit, weil das gehört ja auch zu uns. Und wenn man dann im Grunde zurückschaut oder dahin schaut, dann sieht man eher, was einem eigentlich, was für einen wichtig ist, was einen auch ausmacht. Und von daher ist es, glaube ich, eine wichtige Perspektive darauf. Was ist eigentlich das Gegenteil von Heimat? Ja, vielleicht das Überall und Nirgendwo, das Gleichförmige. Sie haben doch die ganze Erde genannt. Es ist ein Unterschied, ob ich von mir aus, von einer Gruppe aus, von Menschen aus quasi die Welt schrittweise erobere, ja, oder im Grunde diesen Prozess auslasse und dann abstrakt alles mir anschaue.
wenn Sie fragen, was ist das Gegenteil, und ich sage im Grunde das Überall und Nirgendwo, dann gibt es im Grunde gar keine Differenzen mehr. Da gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Räumen. Da ist alles gleichförmig. Da spielt es gar keine Rolle mehr. Wo eine Person mit seinen Vorlieben oder eine Gruppe, wo die sich bewegen. Und dadurch, wenn Heimat bedeutet im Grunde auch, dass man den Ort in einer bestimmten Weise doch gestiftet hat. Gestiftet klingt so sehr philosophisch, eher in der Weise, dass man den geprägt hat, dass man den mitgestaltet hat. Wenn aber alles im Grunde gleich ist, gleichartig ist, dann wäre das für mich letztlich das Gegenteil zur Heimat. Aber dann ist das Leben dynamisch. Mhm. In vielerlei Hinsicht. Sie können am selben Ort sein und trotzdem ist Ihr Leben genau das Gegenteil dessen als vor ein paar Jahren. Also wenn nichts ist, wenn nichts bleibt, wenn alles in Bewegung ist, dann ist das Gefühl der Heimat immer hinterherhinkend. Nein, das nehmen Sie ja mit. Sie tragen das ja in aller Veränderung quasi, können Sie ja durchaus bei sich sein. Das heißt, wenn Sie im Grunde, wenn es Ihnen gelungen ist, sich in irgendeiner Form in sich zu beheimaten und dann sich die Veränderungen quasi durchleben, dann verlieren Sie sich nicht. Aber wenn wir uns denken, dass jemand immer nur unterwegs ist, der ist ja permanent quasi, zieht er umher, wäre so etwas wie ein Nomade, aber jetzt nicht der Nomade. Aber der Urzustand des Menschen. Mhm. Auch mittlerweile der Zustand von sehr vielen Wanderarbeiter. Mhm. Hunderte Millionen Menschen sind nirgends und überall. Mhm. Wie würde das dann passen mit Ihrer Definition? Mhm. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, da ist jemand nirgends und überall. Ja, aber wenn es uns gelungen ist, doch quasi mit uns umzugehen. Sie hatten das Glück gehabt, muss man ja wirklich sagen, dann in Verhältnissen groß zu werden, wo man sie schätzt. Niemand weiß, wo hinein man geboren wird. Der Heidegger, wissen Sie, hat ja schön gesagt, der Mensch ist in die Welt geworfen. Und jetzt kann es passieren, dass der Mensch das Glück hat, wirklich Eltern zu haben, Bezugspersonen, die einem dabei helfen, auch wirklich Vertrauen zu anderen zu entwickeln. Also gelingende Beziehungen zu gestalten. Aber diese existenzialistische Übersetzung, die wir ja auch bei Sartre im Existenzialismus haben, kann ja genau das Gegenteil ergeben. Ich muss noch mal drauf kommen. Genau. Also Sie beschreiben ein ganz bestimmtes, ich würde sagen, ideales in die Welt kommen. Mhm. Aber es gibt auch das Gegenteil davon. Genau. Und mich interessiert, wenn man das Idealistische, das Romantische ein Stück wegnimmt, auch diesen Anspruch, der Mensch kommt zu sich selbst. Das ist ein kognitiver Prozess, ein Reflexionsprozess, ein emotionaler Prozess. Das ist alles sehr viel und sehr anstrengend. Viele Menschen sagen aber, ich habe eine Heimat, ohne je diese Aufgabe und Arbeit gemacht zu haben. Selbst wenn sie nicht einen so tollen Ursprungseinstieg in das Leben haben. Ja. Das ist ein Missverständnis. Es geht darum, dass der Mensch erstmal in irgendeiner Form doch quasi die Beziehungen, ich komme da nochmal drauf zurück, sowas wie Vertrauen entwickeln muss. Wenn er das nicht hat, und wir stellen uns einen Menschen vor, der niemals so ein Urvertrauen entfalten konnte, ich denke nicht, dass er wirklich im strengen Sinne in sich heimisch sein kann. Und wenn man vom Heimischsein spricht. Ich meine das jetzt nicht negativ, aber ich will es beschreiben. Das hat ein bisschen auch was Esoterisches. Ich muss in mir heimisch werden. Die meisten Menschen sind nicht in sich heimisch. Genau. Das Leben ist so nicht. Kann es sein, dass deswegen dieser Begriff eher zurückhaltend formuliert werden sollte, als dass, wie er jetzt doch fast und überall diskutiert wird, weil er etwas nicht treffen kann. Es wäre ja das glückliche Leben, das Sie beschreiben, und dann eine Heimat in mir, die ich deswegen, weil es so ist, jedem auch gönne, und deswegen ist der Fremde keine Gefahr, sondern immer auch eine Bereicherung. Ja, aber das ist ja nicht so. Es geht ja darum zu sagen, dass in allem Heimischen immer der Stachel des Fremden präsent ist. Wenn Sie sagen, idealistisch, dann stimmt es und es stimmt es nicht. Wenn ich es so beschreibe, könnte das den Eindruck erwecken. Aber es geht ja darum, dass letztlich in jedem Heimischsein, auch von einem selbst, immer das Fremde präsent ist. Die Frage ist nur, in welchen Graden, wie sehr, wie stark.
Und wenn im Grunde der Mensch gar nicht die Möglichkeit hat, trotz alles Fremden dieses Heimische zu entfalten, dann gelingt es ihm nicht, gelingende Beziehungen auch zu entfalten. Es geht nicht darum zu sagen, wir haben hier den Menschen, der in der idealen Weise bei sich heimisch ist. Das wäre naiv. Darum kann es nicht gehen. Aber der Mensch kann trotz aller Widerfahrnisse, trotz aller Mängel und so weiter, hat er durchaus die Chance, so etwas wie ein Heimischsein zu entwickeln, in dem das Fremde präsent ist. Und wenn ihm das gelingt, dann kann er quasi mit diesem im Gepäck, mit diesem Rüstzeug im Gepäck, offen auf Welt hin ausschreiten. Viele Menschen, die vertrieben worden sind, viele Menschen, die traumatisch über Unterordnungserlebnisse haben, suchen ja nach Heimaten, die sich völlig vom Ort auflösen. Genau. Marcel Reich-Ranicki war so einer, der dann, nachdem er das Dritte Reich überlebt hat, davon sprach, meine Heimat ist die Literatur. Mhm. Die kann mir niemand wegnehmen. Ja. Sind das Hilfskonstruktionen? Ich denke, die Betreffenden würden es auch in einer Stückweise sagen. Es ist so etwas wie eine Hilfskonstruktion. Aber da, die braucht jeder von uns, trotz allem. Ja? Dann gehen wir mal mit ein paar Hilfskonstruktionen weiter. Gerne. Religion. Mhm. Menschen glauben an etwas. Das ist jetzt nicht mehr eine individuelle Angelegenheit, sondern eine kollektive Angelegenheit, eine definierte Angelegenheit. Kann man in einer Religion Heimat finden? Die Betreffenden, die würden das für sich in Anspruch nehmen und auch sagen. Wenn sie es im Kollektiv aber sagen, sind die, die der Religion nicht angehören, draußen. Mhm. In gewisser Weise schon. Von dieser Gruppe aus gesprochen, könnte es sein, dass man sie draußen lässt. Das kann gut sein. Ja. Kann ein Kollektiv, das wir Staat nennen oder Nation nennen, kann das Heimat sein? Ich würde sagen, es kann dann Heimat sein, wenn, wie gesagt, wie bei der Stufen einer Treppe, nach und nach es möglich wird, quasi in immer größeren Zusammenhängen sich auf diese beziehen zu können. Aber das ist in der Religion ja nicht der Fall. Die ist autoritär, immer. Die monotheistischen Religionen sind es jedenfalls. Es gibt diesen einen. Mhm. Ja, im Grunde, je nachdem, welche Position wir jetzt anhängen würden, innerhalb auch der christlichen Religion zum Beispiel, würde man natürlich dann gerade auch die Heimat als denjenigen Ort ansehen, wo wir bei Gott letztlich sind, Gott präsent ist. Und das ist natürlich etwas, wo ich sagen würde, ich habe ein anderes Heimatverständnis. Aber wenn jemand das so in dieser Weise aussprechen möchte. Gut, aber wenn jemand sagt, ich bin in einer Nation und da gibt es auch den Führer, würden Sie dem Begriff Heimat dann auch noch zubilligen? Nein. Ist die gesteigerte Sehnsucht nach Heimat heute die Kehrseite der Medaille der digitalen, globalisierten Welt? Denke ich schon. Also wir haben ja heutzutage doch einige Umbrüche. Wir haben wirtschaftlichen Umbrüche und wir haben aber natürlich auch einen kulturellen Umbruch. Und der würde genau diesen Übergang von der Gutenbergschen Kultur, der Lesekultur, hin zur elektromagnetischen, der digitalen Welt quasi zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, immer in Umbruchszeiten, also wenn wir noch mal an die Industrialisierung denken, wo doch einiges passiert ist, ja, also immer in Umbruchszeiten, versucht man sich auf solches zu besinnen, was einem wichtig ist, was einem voll Relevanz ist. Und heutzutage, das ist ja eine Zeit auch der großen Verunsicherung, weil man einfach die Digitalisierung sieht, künstliche Intelligenzforschung und so weiter sieht. Und da fragt man sich natürlich verstärkt, was macht uns aus, was macht unsere Kultur aus, was ist uns wichtig? Junge Menschen könnten Ihnen darauf antworten, hört mal ihr beiden, was ihr euch hier über Heimat unterhält, das habe ich für mich schon längst klären können. Ich lebe in der digitalen Heimat. Gibt es die? Auch da würde ich gerne andersherum das sehen. Ich würde sagen, ja, könnte ich mir vorstellen, aber nicht im verabsolutierten Sinne, nicht als die digitale Heimat schlechthin. Gibt es die digitale Heimat? Nicht im absoluten Sinne. Aber an sich? An sich würde ich sagen. Können Sie sich vorstellen, sich heimatlich in Ihrem PC mit all seinen Softwareangeboten zu fühlen? Könnte Facebook mit den Freunden, den Likes, den ganzen Kommentaren, den Begegnungen mittlerweile auch durch FaceTime und Skype, man sieht sich. Können Sie sich vorstellen, dass
es eine solche Heimat geben kann, die ist auch nicht mehr am Ort verknüpft. Sie ist so weit, wie es nur geht. Wir haben ja verschiedene Heimaten bisher definiert. Der Ort, die Sprache. Kann es eine digitale Heimat überhaupt geben? Oder ist dies an sich eine Kontradiktion? Ich würde sagen, es kann eine kleine Heimat sein, aber nicht Heimat. Warum? Was meine ich damit? Mein Dorf ist doch auch eine kleine Heimat. In gewisser Weise natürlich. Aber da haben Sie es nicht gesagt. Ja. Bei Facebook sagen Sie es jetzt. Ja, jetzt aber gut, dass wir über das Gespräch, kann ich das sagen. Weil es letztlich, wenn es darum geht, Heimat zu verstehen, dann sind wir im Grunde dabei, immer wieder unterschiedliche Weisen von Heimaten zusammenzubringen. Wir denken mal an Platon, der hat es doch wunderbar gesagt, an den Dialog Phaidros. Was hat er da zum Ausdruck gebracht? Er hat gesagt, hat davor gewarnt, dass man jetzt letztlich anfängt zu lesen. Hat vor dem Buch gewarnt. Warum? Wenn wir miteinander reden, wie wir es tun, dann pflanzt man in anderen doch lebendige Samen, die können wachsen, die Gedanken reifen. In einer digitalen Welt kann ich das Gleiche tun. Ich kann sogar mit künstlicher Intelligenz, mit sehr viel klügeren Menschen reden, wenn man das so als Metapher nimmt, als ich es selber bin, als andere es sind. Ich will wirklich bei dem Denken bleiben mit der digitalen Heimat. Mhm. Sie sind in Kontakt, wie Platon es erwartet. Sie sind im Dialog. Manche sind nur noch im Monolog, das mag sein, in Echoräumen. Aber sie sind gleichzeitig in der ganzen Welt zur gleichen Zeit. Ich würde als eine Bereicherung das durchaus ansehen, als eine weitere Heimat, die hinzukommt, finde ich das wunderbar. Aber ich möchte gerne auch Menschen konkret leiblich begegnen. Ich möchte die Mimik wahrnehmen, die Gestik wahrnehmen. Ich möchte in die Augen schauen, ich möchte diese Nuancen sehen und spüren, die man letztlich in der digitalen Welt weniger erfassen kann. Ich würde aber nicht, wenn ich bei Platon bleibe, auf das Buch verzichten wollen. Und ich möchte nicht auf die digitalen Möglichkeiten verzichten wollen. Und so kann man im Grunde das eine aus das an dem anderen, was erstmal als das Fremdere erscheint, sich darauf beziehen und das integrieren. Und wenn einem das gelingt, erweitert man so etwas, was Heimat sein könnte. Kann es sein, dass wir so fremd immer sind in uns selbst, dass wir uns deswegen an einen Strohhalm wie Heimat halten? Geht das? Nur dann, wenn man wirklich Heimat dann wieder in der Weise versteht, wo es zu eng wird. Frau Jussen, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja. Dankeschön. Bitte.